Welcome to my channel Putu Bali. Selamat datang di channel saya Putu Bali. Hallo Freunde, hoffentlich geht es euch gut. In meinem heutigen Videoblog möchte ich euch ein weiteres sommerliches Gericht vorstellen. Sapi Suir Pigor. Sapi Suir ist gezüchtetes Rindfleisch und Pigor ist eine Abkürzung von Pisang Goreng oder gebratene Banane. Oh mein Gott, perfekt, hervorragend. Die gebratenen Bananen sind so knusprig, das Fleisch ist so zart. Perfekt. So Freunde, lasst es uns kochen. Zuerst etwas Öl in einer Pfanne erhitzen. Dann das Rindfleisch mit Pfeffer und Salz würzen. Fleisch in eine vorgeheizte Pfanne geben und von beiden Seiten goldbraun braten. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen. In der gleichen Pfanne braten wir die Zwiebel, dann alle Gewürze für die Soße hinzufügen. Das Fleisch wieder in die Soße geben und etwa 30 Minuten köcheln lassen. Das Fleisch aus der Soße nehmen. Mit der Gabel zerkleinern. Paprika und Chilis in die Soße geben. Limettensaft hinzufügen. Das zerkleinerte Fleisch hinzufügen. Als auch die Petersilie. Weitere 30 Minuten köcheln lassen. Während der Wartezeit machen wir die gebratenen Bananen. Bananen in dünne Scheiben schneiden. Mehl, Salz und Wasser vermischen. Die Bananen im vergeheizten Öl goldgelb anbraten. Mit dem Reis servieren. Mit gehackter Petersilie bestreuen.
So, Ferry, ich probiere erstmal die gebratene Banane. Oh mein Gott, die sind so knusprig. Perfekt. Und das Fleisch? Oh mein Gott, das Fleisch ist so zart. Oh mein Gott, mega lecker. Ihr sollt unbedingt das Rezept nachmachen oder nachkochen. Es lohnt sich. Oh mein Gott, das Fleisch ist so zart. Glaub mir, Leute. Oh mein Gott. Perfekt. Hervorragend. Die gebratenen Bananen sind so knusprig. Das Fleisch ist so zart. Perfekt.